Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Cleafy Backstage in unserer Küche. Zuerst müssen wir uns einschleusen, da es sich bei der Küche um einen Hygienebereich handelt. Dann zeigt uns Herr Bach die Speiseplanerstellung. Das Spannende ist, dass sobald die Servicekräfte auf den Stationen die Speisenbestellungen der Patienten aufgenommen haben, die Rezepte automatisch hochgerechnet werden. Am Ende erhält man die konkrete Bestellsumme für den nächsten Tag. In unseren Kühlhäusern werden die angelieferten Waren bis zur Verarbeitung zwischengelagert. Obst und Gemüse, Fleisch und andere gekühlte Produkte werden mit einer Temperatur von bis zu minus 18 Grad separat vorgehalten. Das Gemüse beziehen wir regional, die Kartoffeln sogar aus dem Knoblauchsland in der direkten Umgebung. Als nächstes werden die verschiedenen Speisen zubereitet. Hier sehen wir, wie eine Karottensuppe und unser Kartoffelbrei zubereitet werden. Es gibt zum Mittagessen jeden Tag ein mediterranes, ein leichtes und ein vegetarisches Gericht. Wenn die Speisen zubereitet sind, geht es mit der Portionierung weiter. Hier wird jedes Tablett, je nach Bestellung des Patienten, einzeln bestückt. Als erstes werden das Bestellungskärtchen, Geschirr, Serviette und Besteck aufs Tablett gestellt und dann folgen nach und nach die einzelnen Menübestandteile. Jeder Mitarbeiter hat seine Station und arbeitet Hand in Hand mit seinen Kollegen. Die fertigen Tabletts werden in den Speisenwagen der jeweiligen Station gegeben und diese dann an einer Dockingstation angehängt. Die warme Seite wird hoch erhitzt und die kalte Seite runtergekühlt, damit das Essen mit der perfekten Temperatur beim Patienten ankommt. Nach dem Essen werden die Speisenwagen wieder zurückgeliefert und auf der unreinen Seite der Spülküche ausgeräumt. Geschirr und Besteck werden dann zur Aufbereitung in eine XXL-Spülmaschine gegeben. Auf der sauberen Seite werden Geschirr und Besteck aufgestapelt und für die nächste Benutzung wieder an die Portionierungsstation gebracht. Vielen Dank für den spannenden Einblick hinter die Kulissen, aber ein Geheimnis müssen Sie mir noch verraten. Wie schaffen Sie es, dass die Schinkennudeln so saftig sind? Das machen die Kollegen. Okay, dann bleibt das wohl für immer ungelöst. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Klinikum für Backstage. Wenn ihr Ideen habt, in welchem Bereich wir das nächste Mal reinschnuppern können, schreibt es gerne in die Kommentare.